Herzlich willkommen, lieber Musikfreund, bei der Reihe Vortex Short und Simple. Wir sind heute wieder zu Gast bei Ed Doggen. Hallo Ed. Hallo Robert. Das heutige Thema ist Oscillation Alignment Karte. Also die Oscillation Alignment Karten, das sind solche kleinen Plastikkarten, die sind so groß wie Scheckkarten. Da haben wir drei unterschiedliche Karten, die über unterschiedliche Informierungen verfügen. Was Informierung grundsätzlich ist, was Entstörung und Entstressung grundsätzlich ist, kann man bei uns auf der Website nachlesen. Überhaupt alle Informationen, die wir hier heute bringen, kann man nochmal dort nachlesen und Details sich anschauen, auch Messungen anschauen. Worauf wir uns hier konzentrieren, ist, die Wirkung einmal zu zeigen, sofern diese demonstrierbar ist auf anderem Wege als auf das Musikhören, denn wir können hier natürlich nicht zeigen, wie es in diesem Raum klingt. Ja, die Anwendung ist natürlich hier ganz wichtig, aber bevor wir mal so ein paar Anwendungen durchsprechen, wollen wir mal darüber reden, was wir denn da für verschiedene Karten haben. Ja. Denn wir haben drei verschiedene Karten, also eine Karte 1, Oscillation Alignment Karte 1, eine Karte 2, die über weitere Informationen verfügt, und eine Oscillation Alignment Karte 3. Das ist dann die klassische HiFi-Karte, die über Informationen verfügt, die auch für das Hören von größter Wichtigkeit sind. Das heißt, die Karte 1 ist so eine Karte, die man eigentlich für jedes Gerät, das in irgendeiner Weise eine Strahlung abgibt, verwenden sollte. Also insbesondere Hochfrequenz natürlich ist hiermit gemeint. Das heißt, Handy in jedem Fall, man verwendet sie an einem Laptop und an einem iPad oder andere Tablet-PCs, man verwendet sie bei Routern, bei Repeatern, also allen Dingen, die mit WLAN zum Beispiel arbeiten, aber auch beim Telefon, wie zum Beispiel beim Decktelefon, auch ein Deckrepeater oder die Basisstation des Decktelefons. Diese Strahlung, die von diesen Dingen eben ausgeht, wie Laptop und so weiter, können wir wesentlich verträglicher machen für den menschlichen Körper. Und wie gesagt, die Grundlage ist die Oscillation Alignment Technik, die auf dieser Karte 1 drauf ist. Die Karte 2 geht noch deutlich weiter. Die enthält nämlich sogenannte positive Mikroorganismeninformationen und enthält noch zusätzlich Erdinformationen. Die könnte man jetzt auch Blutinformationen nennen, aber das hört sich irgendwie so martialisch an. Das heißt also, diese Informationen, diese 64, sind in jedem roten Blutkörperchen. Also es hat sich herausgestellt, dass wenn also über ein Magnetfeld oder ein elektrisches Feld diese Informationen auf den Körper übertragen werden, dass man sich dann wesentlich wohler fühlt. Mhm. Es ist so, als ob man sich quasi in der Natur befindet. In der Natur, in der Erdkruste haben wir auch überall mindestens diese 64 Informationen. Das heißt, diese werden dann auf den Körper gestrahlt durch die 7,83 Hertz der Schumann-Welle. Und zu der haben wir ja so keinen Zugang mehr in einem Haus, weil so HF-Strahlung wie WLAN oder wie das Stromnetz und so sehr dominant sind, mhm. ja, sodass also diese Schumann-Welle mit ihrer natürlichen Erdinformation dort uns nicht mehr erreichen kann und die Zusammensetzung sehr artifiziell ist. Ja. Und eine Möglichkeit eben, da wieder ein natürlicheres Verhältnis herzustellen, ist es mit der Karte 2 oder Karte 3, also die enthalten immer zusätzlich etwas. Also die Karte 2 hat
das, was die Karte 1 hat, plus etwas. Und die Karte 3 hat alle Informationen der Karte 2 plus zusätzliche Informationen. Also damit kann man also am WLAN-Router oder beim Decktelefon schon erheblich diese Harmonie dieser Elemente wieder herstellen. Positive Mikroorganismen, was ist das? Also es gibt also Bakterien, die einen positiven Einfluss auf andere Bakterien haben. Und es hat sich herausgestellt, dass das auch so ist, wenn diese Bakterien schon tot sind, also nicht mehr existieren. Und diese Informationen, die haben wir jetzt quasi kopiert und damit einen positiven Einfluss auf diese 60 Billionen Bakterien zu nehmen, die wir bei uns im menschlichen Körper haben. Das führt eben auch zu einem messbar geringerem Stress und erstaunlicherweise kommt man mit elektromagnetischen Wellen wesentlich besser zurecht. Also das haben wir einzeln abgetestet, also diese zusätzliche Information. Also das ist, wie gesagt, positive Mikroorganismen plus dieser 64 Erdinformationen, die sind also hier zusätzlich auf der mittleren Karte drauf. Also das ist schon ein toller Schritt hin zu einem guten Wohlbefinden. Klanglich macht sich das bemerkbar, dass also man ein volleres, wärmeres Klangbild erzeugt, wenn man damit arbeitet, im Gegensatz zu der Karte 1. Die Karte 3 enthält die sogenannte Diamantinformation, die wir von den Vortex-Produkten schon kennen, aus den letzten Jahren kennen. Die ist hier nochmal drauf, also da haben wir nochmal etwas unter 60 Informationen, die da drin sind. Das heißt, wir haben insgesamt über 120 Informationen hier auf der Karte, während wir hier bei der 1 zum Beispiel nur eine einzige haben, nämlich die Oscillation Alignment Technik. Also das ist schon etwas sehr Komplexes. Das ist also die richtige HiFi-Karte. Das heißt, die Wahrnehmung in den Räumen, wo diese Karte hineinstrahlt, wird sich wesentlich verfeinern, differenzierter sein, klarer sein. Die räumliche Wahrnehmung sowohl beim Sehen als auch beim Hören verbessert sich doch nachhaltig. Kannst du mal kurz erklären, was diese Oscillation Alignment Technik beinhaltet? Ja, der Unterschied zu dem, was wir bisher hatten, ist ja neu. Die Oscillation Alignment Technik hatten wir ja bisher überhaupt gar nicht. Ja, das ist ja eine völlig neue Technologie, die wir im Jahr 2019 entwickelt haben und 2020 auf den Markt gebracht haben jetzt. Und diese entrauscht die Zellkommunikation. Bisher haben wir uns sehr stark um die Nervenkommunikation gekümmert mit unseren ganzen Diamanttechniken, weil das wichtig ist für die Sinneswahrnehmung, elementar ist. Während die Zellkommunikation Koordinationsfähigkeiten und sowas im Körper verbessert. Ja. Also das werden wir nachher mal mit einem Koordinations- und Krafttest mal durchtesten. Ja, also machen wir auch mit der Karte. Also das verbessert sich ganz erheblich. Und diese, man muss sich das so vorstellen, also elektromagnetische Wellen, die auf den Körper wirken von außen, da haben wir nun mal sehr, sehr viele, diese bringen jetzt Elementarteilchen bis in den Kern zum Schwingen. Da die aber alle unterschiedliche Richtungen und so weiter haben, sind diese Schwingungen sehr unstrukturiert. Das heißt also, diese Schwingungen sind mehr so chaotisch. Ja, ja. Also nicht richtungsgebunden. Das Besondere bei dieser Oscillation Alignment Technik ist, dass wir benutzen eben die Sender, wie zum Beispiel so ein Handy, ja, der eine chaotische Schwingung quasi auf den Körper geschaffen hat, die benutzen wir, um eine gleichförmige Strukturschwingung zu übertragen. Das führt dazu, dass die Zellkommunikation sich verbessert, denn diese gleichförmige Schwingung bedeutet gleichzeitig viel weniger Rauschen im Körper. Und dadurch können die Biophotonen viel besser diese Kommunikation herstellen. Wir haben hier verschiedene Kommunikationswege im Körper. Wir haben den chemischen Anteil, das ist der langsamste. Wir haben den Feldanteil über stehende
Resonanzen, mhm. Die wir in der Zellkommunikation, Quatsch, die wir in der Nervenkommunikation haben, mhm. also mit resonanten Stehwellen. Das ist dieses Prinzip, das der Meil auch beschreibt, wo dort auch die Einkopplung von Elektrosmog geschieht. Dann haben wir die dritte Ebene und das ist die Kommunikation über Biophotonen. Und diese Kommunikation über Biophotonen ist eben davon abhängig, dass wir eben eine sauber schwingende Basis haben, nämlich diese sauber schwingenden Elementarteilchen. Und wenn die wiederum nicht einheitlich schwingen, dann haben wir das Problem, dass die Kommunikation der Zellen schlechter wird, was also dazu führt, dass zum Beispiel Dinge wie Koordination verschiedener Körperteile und auch Kraftübertragung, mhm. also, weil die Kommunikation nicht stimmt, eine verschlechterte Kraftentstehung im Körper auftritt. Das kann man in einem selben Test abtesten, nämlich den Kraft- und Koordinationstest. Mhm. Ja? Also die Wirkung ist so intensiv, dass auch der Körper, sobald diese Schwingungsoptimierung auf den Körper wirkt, der Körper sagt, das ist so toll, das will ich haben. Ja, wir können also Objekte wie zum Beispiel so ein Handy nehmen, das ja grundsätzlich sowohl Hochfrequenz- als auch Niederfrequenzenergie abstrahlt und den Körper immer erheblich schwächt. Mhm. Wenn wir dort diese Technik überlagern, sagt der Körper, das will ich haben, das tut mir so gut, das ist perfekt für mich. Ja, ja. Das können wir übrigens abtesten mit einem kinesiologischen Test. Das ist ein Muskeltest. Und zwar, wenn etwas Negatives auf den Körper wirkt, ja, sei es jetzt Lebensmittel, sei es jetzt irgendeine Art von Strahlung, ja, dann reagiert der Körper, indem er eine Muskelschwäche entwickelt. Ja, und dadurch können wir sehen, ob das für den Körper negativ ist, was wir da gerade machen, oder ob das was Positives ist. Mhm. Das würde auch mit Chemie funktionieren. Also das ist ein sehr universelles Mittel, um abzutesten, ob etwas gut oder schlecht ist. Kann man auch Medikamente mit abtesten mit diesem Verfahren. Ja, ja, ja. Ja, wir haben mal einen Lebensmitteltest gemacht, und zwar haben wir einen Test mit unserem Water Optimizer Stick 1 durchgeführt, warst du ja mit dabei. Mhm. Ja, und da haben wir dann auch Lebensmittel abgetestet mit diesem kinesiologischen Test. Am besten, ihr guckt euch diesen Test mal an, dass ihr seht, dass der Körper sehr differenziert bei dieser Testung auf Lebensmittel reagiert. Mhm. Also nicht indem die aufgegessen werden, sondern indem sie praktisch nur für den Körper gehalten werden und damit in das Feld des Menschen eingekoppelt wird. Und dann zeigt er sofort mit dieser Muskelreaktion, ob es schlecht ist, nämlich dann wird der Muskel schwach. Er bleibt stark, also unverändert stark, wenn es etwas Positives für den Körper ist. Ja. Und das machen wir mal gleich in doppelter Hinsicht. Das heißt also, wir im Wesentlichen sind die Karten ja entwickelt worden für, wie gesagt, für Decktelefon, für Bluetooth, für WLAN und für das, was uns ein Handy anrichtet. Mhm. Und dann würde ich sagen, wir machen mal ein paar kleine Tests. Ja? Wir schauen mal, wie du mit dem Handy zurechtkommst. Ja. Ja? Und das heißt, wir fangen an, eine Referenz zu bilden. Das heißt, wir schauen, wie stark bist du denn, wenn du nicht unter direktem Einfluss dieses Handys liegst. Ja, ja? Gut. Dazu musst du den Arm einfach mal gerade ausstrecken. Ich bleibe dazu sitzen. Also Arm ausstrecken. Und ich werde jetzt hier auf diesen Arm leicht aufdrücken. Ja? Und er hält dagegen. Ja? Also der Muskel hier muss jetzt ganz schönes leisten bei ihm. Ja? Und er drückt so dagegen. Also ich... Ja, also so, bis wir so im Gleichgewicht sind, dann habe ich da so ein Gefühl dafür, wie kräftig er ist. Ja? So, jetzt nimmt er mal das Handy und hält es hier vor den Solarplexus, genau. Und jetzt schauen wir mal, wie jetzt der Körper reagiert hat darauf. Wir sehen hier
viel weniger Kraft. Nächstes nochmal bitte weg. Ist also keine Ermüdungsreaktion, denn jetzt ist er wieder fest. Hier. Ja? Kannst den Arm wieder runterlegen, dass du dann nicht ermüdest. Ja, also das heißt also, sobald er das Handy jetzt hier vor die Brust hält, ja, und wir machen diesen Test, hat er, schwächt der Muskel plötzlich ab, ja, und hat einfach nicht mehr diese Kraft zur Verfügung. Das ist eine Körperreaktion, die, wie gesagt, auch bei Lebensmitteln, also beim Apfel wird es stärkend in der Regel sein, Tomate zum Beispiel wird in der Regel schwächend sein, oder wenn ich jetzt irgendein Zuckergetränk nehme und halte es hier hin, dann wird es schwächer sein. Teste das einfach mal zu Hause aus, das ist ein ganz einfacher Test, ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Da die Reaktionen in der Regel sehr eindeutig sind, könnt ihr das leicht nachvollziehen. Ja, ja? Ja. So, dann machen wir Folgendes, dann nehmen wir dann mal diese Karte und legen die mal so auf das Handy. Er nimmt das Handy jetzt nochmal an den Körper und wir machen den Test jetzt nochmal. Also gerade war ja eine sehr eindeutige Verschlechterung festzustellen. Er war viel, viel schwächer. Das heißt also, der Körper hat gesagt, will ich nicht haben, das Handy schwächt mich. Wie sieht das aber jetzt aus? Er könnte da... Ist sogar stärker. Also es ist stärker wie vorher, oder? Ja, ja, absolut. Ja, also du kannst es wieder runternehmen. Ja. Machst die Karte bitte nochmal weg und wir nehmen nochmal das Handy jetzt nochmal an den Körper ran. Ja, also da ist, er hat da nichts, also er kann da nichts machen. Das ist eine unwillkürliche Reaktion des Körpers, also es hat nichts damit zu tun, ob er sich anstrengt oder nicht, er kann es nicht. Ja? Der Körper reagiert eben so. Ja, danke. Das heißt, wir können mit allem, was das Handy jetzt abstrahlt, ja, können wir jetzt durch den Einsatz dieser Oscillation Alignment Technik oder aller Informationstechniken, die wir hier haben, können wir positive Strukturen über diese elektromagnetische Welle in den Körper hinein übertragen und damit den Körper auch erheblich stärken. Ja, was wir gerade erlebt haben, ist, dass es ja nicht nur gleich geblieben ist. Ja? Er ist ja stärker geworden, was für diese Art von Testung super ungewöhnlich ist. Ja, normalerweise ist es dann gleich oder man wird schwächer, wenn es negativ ist, aber er ist objektiv stärker, viel stärker eben gewesen. Und da sind eben diese Mechanismen, die wir nachher nochmal abtesten, im Kraft- und Koordinationstest, die uns zeigen, dass tatsächlich sein Körper deutlich stärker wird, wenn wir diese Technologie verwenden. Und das ist nicht, weil er jetzt, weil wir einen Schnitt gemacht haben und er jetzt 5 Monate Bodybuilding gemacht hat, sondern das liegt daran, dass die Körperkommunikation sehr viel besser funktioniert. Mhm. Ja, das gibt ihm dieses Mehr an Kraft. Und das Handy hat ihm klar gesagt, mit der Karte will ich das Handy haben. Es ist positiv für den menschlichen Körper in dem Moment. Wir können also an der negativen Strahlung eine positive machen. Das können wir auch machen mit jeder Art von Strahlung, die dann in den Raum gegeben wird. Ja, also auch mit WLAN. Das heißt, könntest du ja mal hier das WLAN anmachen. Kurz. Wenn es nicht schon an ist. Nee. Ja. So, wir machen das Ganze nochmal. Das heißt, er hält sein Handy nochmal hin, um zu zeigen, dass das WLAN alleine für sich jetzt keine positive Wirkung auf den Körper hat. Das heißt, also, du nimmst es bitte nochmal vor die Brust. Jetzt ist also das WLAN noch zusätzlich mit an, was wir vorher nicht anhatten. Mhm. Ja? Jetzt drücke ich jetzt hier runter und er hat keine Kraft. Ja? Im Gegenteil, er ist noch schwächer wie vorher. Also das WLAN hat ihn noch zusätzlich geschwächt. Mhm. Ne? Jetzt dadurch, dass es an ist. Jetzt machen wir das WLAN wieder aus. Und wir entstören jetzt das WLAN im Raum. Das heißt also, dort hinten ist ein WLAN-Router und Ed, willst du es dran machen? Die Karte an den Router? Ja. Ja? Okay. Also Ed legt jetzt die Karte auf das Stromkabel, das in den Router geht. Das heißt also nicht auf den Router oder so,
sondern auf das Netzkabel, das in den Router hineingeht. Dort legt er jetzt diese Karte auf. Hallo, ich lasse euch mal sehen, wo man die OA-Karten, die drei, wo man die am Router einsteckt. Ja, und grundsätzlich ist es so beim Stromkabel so nah wie möglich am Gerät, am Router. Also ich stecke die hier rein. Das ist alles. Diese Technik, das könnten wir jetzt genauso mit der Karte 1 und mit der Karte 2 machen. Wir können sagen, dass es immer etwas stärker wird. So bei so Krafttests nimmt die Stärke immer etwas zu, ob ich Karte 2, 1 oder die Karte 3 verwende. Allerdings ist der Unterschied nicht mehr irgendwie so signifikant groß. Es ist mehr die Wahrnehmung, die sich verbessert, wenn wir diese anderen Techniken hinzuaddieren. Ja. Während es ein erheblicher Unterschied ist, ob ich jetzt die Karte 1 habe oder gar keine Karte, weil diese Oscillation Alignment Technik dafür verantwortlich ist, dass man besser koordiniert ist. Ja, wir haben also jetzt die Karte an das WLAN angebracht, ja, und wir machen jetzt mal einen Test, jetzt Referenz mit WLAN, also das drücke ich jetzt hier mal auf, also er wirkt tatsächlich etwas kräftiger jetzt als vorher, mhm. Ja, also wie gesagt, das ist für den Test ganz ungewöhnlich, normalerweise kann man nicht stärker werden, sondern man wird eher nur schwächer, ja, aber er ist ja tatsächlich jetzt mehr Kraft hier schon, aber das ist jetzt unsere Referenz, ja. Und jetzt nimm mal bitte dieses Handy ohne WLAN, also WLAN aus, ne? Also WLAN aus, ja. Mhm. Jetzt an den Körper. Ne? Wir machen den Test nochmal. Das ist jetzt ein klassischer kinesiologischer Test. Das heißt, wie wirkt das Objekt, das in das Feld des Körpers eingebracht wird, wie wirkt es auf meinen Organismus? Sagt der Organismus, das ist negativ, verwende das bitte nicht, oder das ist positiv. Ja? Wir gucken mal, was er jetzt sagt. So. Und er sagt, schwach. Ja? Das heißt, der Körper sagt, klar, will ich nicht haben. Ja? Das Handy ist schlecht. Ja? Aber wir haben das Handy ja noch nicht mit dem WLAN verbunden. Denn da passiert was Besonderes. Schalte doch mal bitte dein WLAN ein. Und wir sollten mal eine Minute warten. Das heißt, wenn du mal vielleicht irgendeine Art Stoppuhr anmachen kannst, dass man eine Minute das anzeigen. Das heißt, was machen wir jetzt? Das heißt, das WLAN ist jetzt mit dem Handy verbunden. Das WLAN hat diese Information, überträgt die Information durch die Strahlung auf das Handy. Ja, das heißt, dadurch, dass wir das freigeschaltet haben, empfängt diese Empfangseinheit diese Energie, ja, und entstört damit das Handy. Was also dazu führt, dass das Handy jetzt vom Körper nicht mehr abgestoßen wird. Und gesagt, das will ich nicht mehr haben. Mhm. Ja, sondern der Körper sagt, nach dieser Entstörphase, das heißt, ich rede jetzt nicht umsonst so lange, sondern wir brauchen mindestens eine Minute, bis das Handy in einem Zustand ist, dass der Körper das akzeptiert. Wenn wir das sofort gemacht hätten, hätten wir keine Wirkung erzielt. Ja? Wir sagen so immer zwischen 3 und 5 Minuten, wir haben aber auch schon nach etwa einer Minute ein Niveau, dass wir sagen können, das ist jetzt etwa so das Normalniveau. Es stärkt einen jetzt nicht mehr, aber ja, es schwächt einen auch eben nicht mehr. Mhm. Ne? Also wie gesagt, wir machen dann gleich nochmal einen Test nach 3 Minuten, aber jetzt machen wir mal den Test bitte hier dran und wir schauen, wie stark er ist. Ja, man sieht das ja an der Spannung. Er hat eine ganz andere Spannung hier im Arm. Ja, und jetzt machst du bitte nochmal weg
Und wir machen jetzt wieder hinlegen. Und jetzt nochmal. Ja, das ist jetzt etwas fester. Mhm. Ja, etwas fester ist es. Wenn du das jetzt nochmal ausschaltest, bitte. Weil jetzt wirkt nämlich dieses Handy auch auf ihn kräftigend. Ja, so, nochmal. Jetzt ist es schwächer. Ne? Mhm. Jetzt ist es so. Ja. Ja, ja. Das heißt, das, jetzt schalte es bitte nochmal wieder ein, dass den WLAN, damit er weiter entstört wird. Ja, ist an? Ja. Okay. Das heißt, das Handy, weil es auf den Tisch lag, hat ihn auch schon gestärkt, weil das Handy dann wiederum das weiter abstrahlt. Ja, es hat also auch eine sendende Wirkung für diese Informationen dann. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für ein Tablet. Ja, wenn ein Tablet mit dem WLAN verbunden ist, wird dieses Tablet ebenfalls für den Körper nicht mehr so kritisch sein. Ja. Also eher neutral. Mhm. Ja. Und das Gleiche gilt für einen Laptop. Ja. Also das, was ganz wichtig ist, ein Laptop wird ja oft auch auf den Knien hingestellt, wenn man dann irgendwo auf dem Sofa oder so arbeitet damit. Ja, also eine sehr kritische Geschichte, auch das führt zu einer Entstörung. Oder zum Beispiel, wenn man Bluetooth-Kopfhörer anhat und hat jetzt dieses Bluetooth mit dem Handy verbunden, das eine Oscillation Alignment Karte hat, ja, dann haben wir auch nach etwa 1 bis 2 Minuten eine Neutralisierung der Strahlung des Ohrhörers. Neutralisierung ist jetzt nicht gemeint, dass die Strahlung weg ist, sondern dass die Strahlung in der Struktur sich so geändert hat, dass es für meinen Körper nicht mehr negativ ist. Ja, also das meinen wir mit Neutralisierung. Es ist also nicht so, wie manche behaupten, man macht eine Karte, eine Entstörungskarte an ein Handy und da ist keine, die Strahlung ist weg oder irgend so ein Quatsch. Ja, also das ist natürlich nicht der Fall, sondern die Struktur hat sich so geändert, dass der Körper mit dieser Strahlung sehr gut umgehen kann. Er zeigt das auch sofort an. Probiert das mal mit eurem Handy, ist hier an den Körper zu halten und macht mal diesen Krafttest oder diesen Kraft- und Koordinationstest, den wir gleich nochmal durchführen werden mit dem Handy. So, jetzt habe ich lange geredet und das Handy konnte jetzt immer mehr entstört werden, sodass wir jetzt sagen können, dieses Handy ist nicht mehr gleichwertig, sondern es stärkt den Körper. Ja. Ja? Dann machen wir jetzt nochmal den Test. Und das ist jetzt eindeutig stärker als vorhin. Mhm. Ja? Also als ohne diese, als es aus war. Ja, ja, ne? Eindeutig stärker. Du kannst es auch an den Körper nehmen. Du nimmst ruhig mal den Körper. Das ist richtig fest hier. Das ist bombenfest jetzt. Ja? Das heißt also, dieses Handy, dadurch, dass das jetzt, weiß ich, 2, 3, 4 Minuten mit der WLAN verbunden ist, ist das jetzt schon nicht mehr nur neutral. Also, ich finde das wirklich... Sondern das ist richtig, richtig stark. Ja, ich finde das sehr gravierend, was hier passiert. Ja. Das heißt, wir haben hier einen gewissen Zeitfaktor in dieser Entstörwirkung. Und deshalb, wenn man zum Beispiel mit Bluetooth-Kopfhörern hört, ja, und diese Technologie anwendet, bei dem Handy, mit dem dann der Bluetooth-Kopfhörer verbunden ist, nicht die Bluetooth-Kopfhörer gleich in den Kopf nehmen, in den ersten Sekunden, Minuten, ja, sondern ruhig mal 2, 3 Minuten warten, bis man dann den Kopfhörer in die Ohren steckt, weil es ist wirklich ganz schlimm, was die Bluetooth-Kopfhörer dem armen Kopf antun mit der Strahlung. Und nach 3, 4, 5 Minuten, dann haben wir einen äußerst positiven Effekt. Durch diese Technologie. Also lieber da einen Moment warten. Also der Unterschied von, als wir es sofort gemacht haben oder nach einer Minute gemacht haben und jetzt, der ist doch... Die letzten 3 Minuten, dass er da gelegen hat. Ja. Und dann der Stärketest. Ja. Du musstest quasi dranhängen. Ich wusste richtig, ich mag das ja. Um meinen Arm herunterzubiegen. Also.
Also das ist ganz klar. Diese Zeitspanne, das ist wichtig, dass man die also gerade bei Bluetooth-Kopfhörern wirklich überbrückt, indem man sie nicht in dem Moment nicht in den Kopf macht, weil dann sind sie noch sehr unangenehm, aber danach eben außerordentlich positiv für den Kopf. Ja, das heißt, WLAN hat seinen Schrecken genommen. Ich zum Beispiel habe mein Handy nachts neben meinem Bett mit eingeschaltetem WLAN. Vorher habe ich es in einen ganz anderen Raum gelegt, dass es so möglichst weit weg ist, das Handy, dass auch die Niederfrequenz mich nicht stören konnte. Ganz ausschalten wollte ich es nicht. Und jetzt, wie gesagt, habe ich das Handy direkt neben meinem Kopf. Ich schalte auch das WLAN nachts nicht mehr aus. Also das habe ich auch an, weil ich so viel besser schlafen kann, es mir viel besser geht. Durch diese Oscillation Alignment Technik. Das heißt also, etwas, was allgemein durch Strahlung kaputt gemacht wird, durcheinander gebracht wird im Körper, wird jetzt wieder auf eine natürliche gleichförmige Schwingung gebracht. Und dadurch funktioniere ich so, wie wir vielleicht mal vor vielen tausend Jahren auf der Erde funktioniert haben. Ja, also ja. Das ist also eine Technik, die uns wieder eine natürlichere Form von Leben in Räumen, die völlig technisiert ist, ermöglichen. Also möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir haben hier LED, Hochleistungs-LED-Lampen im Einsatz, ja, die also ohne Filterung hier locker 2000 GS-Einheiten in den Raum strahlen. Also das ist eine Mordstrahlung, der wir hier ausgesetzt sind, und trotzdem funktionieren wir hier super gut. Also wie wir anhand dieser Tests hier auch sehen können. Wir können jede Kleinigkeit hier darstellen. Ja, ja. Ja. Und was mir persönlich aufgefallen ist mit so einer Karte in meinem Handy, und das finde ich sehr erstaunlich. Ich mache jede Woche mache ich Kartenarbeit. Also das ist wirklich deftig anpacken. Und normalerweise war nach ein paar Stunden war ich schon ziemlich ermüdet. Aber seitdem, dass ich diese Karte mit mir mittrage im Garten, im Handy, geht es von früh morgens bis, na, ich will nicht sagen spät abends, aber bis zum Abend kann ich ständig durcharbeiten. Mit viel Kraft. Also ich kann nur sagen, probiert das einfach mal aus, was wir gerade gemacht haben, und den Tests mit der Koordination und Kraft, den wir gleich machen werden. Ja, ja, dann machen wir mal den Kraft- und Koordinationstest. Okay. Ach so, für weitere Fragen könnt ihr natürlich dann auf der Website das nachlesen, auch so Testberichte, die da schon existieren, oder andere Hintergründe. Ja, ich habe nochmal meinen Laptop hergeholt. Also das Gerät hier von Apple. Und hier will ich mal zeigen, wo ich meine Karte befestigt habe. Also hier unten haben wir durch Tests herausgefunden, ist das am besten. Wahrscheinlich sitzt da der Akku, denn man sollte es also dort beim Akku einsetzen. Mhm. Also hier unten. Und das Gleiche gilt auch für so ein iPad und sowas, also dass ihr die Karte mit den beiden mitgelieferten Klebepads dann hier entsprechend anbringt. Und das funktioniert dann übrigens genauso, also wenn ihr hier den jetzt so direkt selbst entstört habt, ist das natürlich die beste Variante überhaupt, die man machen kann. Und auch wenn man hier jetzt zum Beispiel eine Maus anschließt, eine Bluetooth-Maus, ja, dann übergibt der die Information an die Bluetooth-Maus. Das heißt also, dieses Einschlafen von den Fingern, dieses komische Gefühl, ja, tritt dann nicht mehr auf. Ja. Ja, also, oder man hat ja oft auch einen Laptop irgendwo aufgestellt oder einen großen Monitor angeschlossen und hat dann eine Bluetooth-Tastatur. Ja. Mhm. Auch diese Bluetooth-Tastatur kann man indirekt über den Laptop entstören. Es ist allerdings nochmal vom Gefühl her nochmal stärker, wenn man
der Bluetooth-Tastatur eine eigene Karte gibt. Das ist, da muss man natürlich jetzt nicht die Karte 3 machen, das geht ja nicht um Musikwiedergabe, es sei denn, der Laptop wird für Musikwiedergabe verwendet, sondern ich benutze da am liebsten die Karte 2, weil sie schon die Erdinformation und diese positive Mikroorganismen hat. Ja. Das sind zwei ziemlich wichtige Dinge. Ja, ja. Oh, und wann braucht man nur Karte 1? Wenn man ein Handy hat, mit dem man nur telefoniert. Hat auch Preise, also haben wir noch nicht drüber gesprochen. Also die Karte 1 liegt bei 49 Euro. Mhm. Also so eine Über-Alles-Karte, wo man so alles überall verwendet. Ne? Die Karte 2 liegt bei 99 Euro und die Karte 3 ist als HiFi-Karte, also die schwarze Karte, liegt bei 199. Ja. Also die ist halt wahnsinnig aufwendig gemacht. Und man braucht die nicht überall. Es sei denn, wie gesagt, man benutzt es speziell für Musik. Also in Räumen, wo Musik gehört wird, ist es interessant, natürlich das Tablet auch mit so einer schwarzen Karte zu versehen. Ja. Wenn man darüber steuert. Ja, ja, ja. Ja, also im Allgemeinen ist Karte 2 zu empfehlen. Allgemein ist Karte 2. Für die verschiedenen Elektronik. Ja, es ist sehr angenehm. Es ist sehr angenehm, mit den Objekten dann umzugehen. Ne? Ja. Also die Konzentrationsfähigkeit ist sehr lang. Mhm. Man ermüdet nicht so schnell. Ne? Also das ist schon, die Karte 2 hat schon viele, viele, viele positive Eigenschaften für Arbeit quasi. Ja, ja, ja. Ja? Ja. Also normalerweise würde man sagen, okay. Ne? Für alle Smartphones und iPhones und so weiter. Die Karte 2 war... Karte 2 oder 1, ja, klar. 2 ist aber... Weil 2 war eigentlich die meisten Smartphones und iPhones und andere es gibt ja Handys, die, ja, die, da steht die Bluetooth, ja, steht ständig an. Ja, es gibt ja Leute, die alles über ihr Handy machen, alle E-Mails abrufen, sich Videos angucken und sowas. Ja, ja, ja. Da ist natürlich die Zweier schon, ja, ja, schon signifikant überhaupt. Aber die WLAN steht kontinuierlich an, der Bluetooth steht kontinuierlich an. Ja. Also dann... Die Zweier, ich benutze hier auch die Zweier, ich habe hier auch keine Dreier drin. Ja. Ja, weil ich benutze den jetzt so nicht für HiFi-Zwecke in diesem Fall. Ja. Ja, also beim Arbeiten ist das völlig ausreichend und das Gefühl, was man hat, und wie gesagt, man hält auch besser durch, Konzentrationsfähigkeit und das alles ist halt wesentlich höher, ja, schon mit der Zweierkarte gegenüber der Einserkarte. Ja, das wollte ich nochmal erwähnen. Also wie gesagt, wir haben ja so Klebepads und dann klebt man das einfach hier auf die Unterseite. Ja, man kann auch alle anderen Strahlungsquellen, also wenn man ein Apple TV hat, ja, Karte darunter, die wird ja heute viel über WLAN gemacht. Ja. Ja, diese ganze WLAN-Steuerung und sowas erfolgt da auch beim Fernseher. Ja, also macht auch Sinn, dort eine Zweierkarte oder gar Dreierkarte, weil die Wahrnehmung sich verbessert. Also auch die Sichtbarkeitswahrnehmung verbessert sich und ist beim Fernseher ja gar nicht so dumm. Ja, und also kann man da auch mal über nachdenken, eine Dreier am Fernseher einzusetzen. Es gibt so viele heutige Strahlungsquellen, die wir haben. Es wird heute viel mit WLAN, Bluetooth und so weiter gearbeitet. Überall, wo man diese Strahlungsquellen hat, kann man mit diesen Karten arbeiten. Und wie gesagt, auch angeschlossene Geräte dann an diesen Quellen, wie zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Maus, Bluetooth-Drucker, Bluetooth-Tastatur. Also die werden eben auch mit entstört, wenn man eine gewisse Wartezeit hat von etwa... Oder einen Kühlschrank, der am Internet über WLAN Alles, was ein Hochfrequenz-Kommunikationssignal abgibt, ob das WLAN ist oder ob das Bluetooth ist, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Mhm. Ja. Ja, gut, dann schauen wir uns mal an, wie das mit dem Koordinationstest aussieht. Ja, gerade haben wir noch über die Oscillation Alignment Karte gesprochen und haben gesagt, wir machen jetzt einen Kraft- und Koordinationstest.
Das heißt, wir haben jetzt hier ein Handy, das liegt jetzt vor uns und wir schauen mal, ob ich den Ad hier umwerfen kann. Dazu hält er die Hand so gekrümmt und ich drücke von oben runter, ja, und dann, da er nicht sonderlich stabil dann steht, also könnt ihr ja mal selber nachmachen zu Hause diesen Test, ja, wird er gleich umfallen. Ja, also das machen wir mal, dazu die Füße direkt nebeneinander, dadurch steht er ganz instabil. Mhm, ja. Dann würdest du bitte die Hand nochmal so, genau. So, und ich ziehe, drücke jetzt hier praktisch runter. Ja. Und das haut ihn glatt um. Ja, das ist aber normal, probier das mal aus. Völlig normal, dass das so ist. Ja, wollen wir es nochmal machen? Ja, ist gut. Okay, ist gut. Also, nochmal. Okay, jetzt weiß er, was ich tue und guck mal nochmal. Nützt ihm aber nichts. Er fällt um. Ja, okay. Jetzt aber werden wir die Oscillation Alignment Karte 3, ja, würde mit der 1 oder 2 auch funktionieren, auf das Handy legen. Ja, gerade haben wir ja schon gesehen mit dem kinesiologischen Test, dass der Körper irgendwie die Karte ganz toll findet, wenn sie an dem Handy ist. Jetzt gucken wir aber mal, wie der Körper jetzt reagiert, wie viel Kraft er hat, mir zu widerstehen und ob er Koordinationsfähigkeit hat, um die Kraft ganz genau einzusetzen, dass er stehen bleibt. Ja? Und das machen wir genauso wie eben auch. Das heißt, er versucht jetzt, mir zu widerstehen, dass er nicht umfällt. Das kann er. Ihr habt vielleicht oben gesehen, wie er so macht. Ja? Das heißt, er gleicht das aus. Der ganze Körper spielt viel besser miteinander. Er kann es viel besser kommunizieren, was er gerade machen muss, damit er stehen kann. Ich habe keine Chance, ihn umzuwerfen. Ja, das für 120 Kilo. Ich wiege 120 Kilo. Genau. Genauso ist es. Das heißt, also diese Oscillation Alignment Karte verbessert grundlegend, ja, die Kommunikation im Körper. Und das ist eben völlig neues Niveau, ja, auf dem wir hier arbeiten. Ja, das wollten wir mal zeigen, was eben diese Oscillation Alignment Karte leistet. Das geht eben sonst mit keinem Produkt, das wir irgendwie vorher am Markt hatten. Danke.